In diesem Video geht es zum Aussichtspunkt Jackerath am Tagebau Garzweiler zum Skywalk. Erschreckend, faszinierend und oftmals kontrovers diskutiert. Die Ausmaße des Geländes sind beeindruckend und die Maschinen unfassbar gigantisch groß. Bedrückend ist der Gedanke, dass Menschen hier ihre Heimat verloren haben. Viele Bewohner wären gerne geblieben. In diesem Video zeige ich einige Impressionen vom Skywalk und dem Abbaugebiet Jackerath. Der Aussichtspunkt ist frei zugänglich und Parkplätze sind vorhanden. Es gibt zwei Aussichtspunkte am Tagebau Garzweiler. Der Aussichtspunkt Jackerath befindet sich in der Nähe des Autobahndreiecks Jackerath. Der Skywalk am südlichen Ende des Tagebaus bietet einen Blick ins Abbaugebiet. In der Nähe ist der Materialumschlagplatz für das abgebaggerte Erdreich. Die abgebaggerte Kohle wird an diesem Sammelpunkt auf Fließbändern aus dem Tagebau heraus befördert. Der Aussichtspunkt Hochneukirch befindet sich am nördlichen Ende nahe der Autobahnanschlussstelle Mönchengladbach-Wanlow. Die Hälfte der deutschen Braunkohle kommen aus dem Rheinischen Revier. Das Revier befindet sich im Städtedreieck zwischen Aachen, Köln und Mönchengladbach. In den drei Tagebauen Garzweiler, Hambach und Inden werden pro Jahr bis zu 100 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Die Braunkohle entstand aus weitflächigen Wäldern und Mooren, die sich in der Niederrheinischen Bucht bis vor 5 Millionen Jahren entwickelten. Garzweiler 2 besitzt nach geologischen Schätzungen Reserven von 1,3 Milliarden Tonnen Kohle. Der Braunkohletagebau Garzweiler erfordert die Umsiedlung ganzer Ortschaften. 7 Dörfer und 7600 Bürger sind vom Garzweiler 2 betroffen. Außerdem wurden zwei Autobahnen für den Verkehr gesperrt und abgetragen. Nach dem früheren Ende des Tagebaus Garzweiler im Jahr 2030 werden diese nicht wiederhergestellt.